Mann, sieht das klasse aus hier. Ich komme jetzt ganz gut voran. Ich habe eine leichte Strömung. Und diese Morgenstimmung hier. Sehr schön. Man hört nur ein paar Vögel. Die Sonne kommt schön durch. Das gefällt mir richtig gut. Okay, das Wasser wird wieder flacher. Ich bekomme auch wieder ordentlich Strömung. Aber das ist ja echt das Geniale an so einem Packraft, dass man auch bei sehr niedrigem Wasserstand ohne Probleme fahren kann. Und nochmal ein Baum. Okay, aber da ist links gut Platz. Sollte kein Problem sein. Ja. Okay, da fehlt auch schon die Hälfte. Naja, alles halb so wild. Davon war gerade so eine riesen Libelle. Richtig schön blau schimmernd. Krass. Richtig schön hier. Für mich heißt es jetzt nach rechts orientieren, denn davon kommt eine Umfragungsstelle und die will ich ja nicht verpassen. Okay,
und ab geht's weiter. Oh ne, oder? Es sieht so aus, als wäre jetzt über den gesamten Fluss ein Baum. Oh ne, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Mal gucken, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Obwohl, ich glaube, man kann links vorbei paddeln. Boah, Glück gehabt. Da hätte ich jetzt überhaupt keine Lust gehabt, irgendwie das Boot zu umtragen. Naja, perfekt, das funktioniert. Okay, dann einmal hier unter dem Baum durch. Na, so kann man ein Wochenende doch richtig genießen, oder? Reste vom Baum noch. Paddeln nicht vergessen. Mann, sieht das hier klasse aus. Vorne ist schon die nächste Brücke. Gleich mal gucken, welche das ist. Das hier ist übrigens meine Route. Da steht so ziemlich jede Brücke drauf. Achtung, ich muss mal paddeln. Wie gesagt, da stehen alle wichtigen Stellen drauf. Brücken, Umtragungsstellen, gefährliche Stromschnellen. Wobei, von denen gibt es hier, glaube ich, keine. Da steht alles genau beschrieben. Gucken wir mal. Okay. Nach dieser Brücke sind es noch 2 Kilometer bis zum Leopoldskanal. Da bin ich ja auch gestern schon vorbeigelaufen. Und den muss ich noch einmal umtragen. Von dort aus geht dann die bekannteste Paddelroute im Taubergießen los. Die ist dann nochmal 16 Kilometer. Von dort aus starten auch sehr, sehr viele geführte Touren mit Einheimischen in sogenannten Flachkähnen. Jetzt hoffe ich nur, dass da nicht ganz so viele unterwegs sind, denn ich muss sagen, ich genieße es richtig, den Fluss hier für mich ganz allein zu haben. Was ich vorher noch festgestellt habe, ist, dass rechts irgendwo in der Spritzdecke eine Undichtigkeit ist, denn meine Hose ist rechts klatschnass. Ich weiß nicht, wo das Wasser da herkommt. Also vom Boden nicht. Ich muss von oben irgendwo herkommen. Das muss ich dringend mal schauen. Und mir ist aufgefallen, dass ich meine Mütze vergessen habe. Aber naja. Ich habe mich gut eingecremt mit Sonnencreme, das müsste schon passen. Gut, und hier wird das Ganze jetzt wieder seeartig groß.
aber ich folge immer der Strömung. Zusätzlich zu meinem beschriebenen Routenplan habe ich noch eine Karte. Auch dort sind alle wichtigen Punkte verzeichnet. Die ist allerdings nicht ganz so detailliert. Deswegen versuche ich das erstmal so hinzubekommen mit dem Navigieren. Und bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. So dass ich denke, das müsste auch weiterhin so gut funktionieren. Hier haben wir die nächste Umtragungsstelle. So, ich zeige euch das Wehr. Das muss ich jetzt kurz, weiß nicht, 20 Meter umtragen. Und hier geht es wieder weiter. Okay, Spritzdecke wieder zu. Sind noch fest. Paddel in die Hand und weiter geht's. So. Na. Okay. Perfekt. Gut. Einwandfrei. Zum Glück sind die Packrafts im Vergleich relativ leicht. Das geht echt einwandfrei. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo es etwas tiefer wird. Hier ist es ultra flach. Ich glaube, nach links ist es tiefer. Okay, jetzt geht es, glaube ich, wieder. Ja, jetzt wird es wieder tiefer. Okay. So, weiter geht's. Nach diesem Baumstamm hier ausweichen. Hier wird es wieder ordentlich tief. Da ist ein zweiter Seitenarm oder was dazugekommen. Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr bis zum Boden schauen. Aber theoretisch müsste ich eh bald aussteigen. Denn der Leopoldskanal ist nicht mehr weit weg. Und da muss ich ja wieder umtragen. Und wenn man sich hier die Gegend mal anschaut, kann man echt verstehen, warum das auch der Amazonas des Südwestens heißt. Wenn nicht sogar von Deutschland. Das sieht echt richtig stark aus hier. Also ich muss sagen, das ist super abwechslungsreich. Von ganz flachen, schnellen Stellen über tiefe, langsame Stellen. Auch die Natur wechselt sich immer wieder ab. Das gefällt mir richtig spitze. Ja, jetzt kommt noch ein
Lüftchen dazu, das tut auch ganz gut. Da vorne sieht man jetzt wieder so einen typischen Flachkahn. Okay, rechts ist dieser Düker in den Leopoldskanal. Da gehe ich nicht hin. Ich fahre noch nach links und nach der Brücke theoretisch müsste für mich eine Umtragungsstelle für den Leopoldskanal kommen. Hoffe ich zumindest. Und dann vorbei an der Familie Schwan. Hier ist es jetzt schwieriger vorwärts zu kommen, denn ich muss etwas gegen die Strömung ankämpfen. Okay, und da sehe ich auch die Brücke und gleich danach rechts sollte der Ausstiegspunkt kommen. Das zieht sich. Mensch, welcher Idiot denkt sich denn eine Strecke aus, bei der man gegen die Flussrichtung paddeln muss? Oh Mann, aber es geht voran. Und weiter. Immer weiter. So, wo kommt jetzt die Stelle? Einfach mal, ah ja. Bei dem Boot wird es wahrscheinlich rausgehen. So. Hallo? Bitte? Es gibt ja ein paar Vernünftige, die an der richtigen Stelle aussteigen. Ja, klar. Ja, letzte Woche hat er mal ein Problem, da waren Kinder in der Schleuse gekriegt. Echt? So ein Verleiher, so ein Dreckspatz, war nicht im Stand, denen zu sagen, dass sie aussteigen müssen, sondern waren die Kinder da im Rechte gekriegt. Rechts von mir ist jetzt der Leopoldskanal, den muss ich noch überqueren und dann bin ich am normalen Startpunkt für eine Taubergießen-Tour. Und da schaue ich jetzt mal, wo ich am besten rüberkomme.